Und dann würde ich ab jetzt mit dem eigentlichen Vortrag anfangen, nämlich mit unserem Geldsystem, mit dem wir es eigentlich jeden Tag zu tun haben, ohne so richtig zu merken, wie es eigentlich aussieht. Und wir haben also hier dreierlei Arten von Beteiligten. Das sind einmal die Normalbeteiligten, also Menschen wie du und ich, Firmen, öffentliche Einrichtungen und so weiter. Alles Personen, die bei einer Geschäftsbank ein Konto eröffnen können und das auch typischerweise tun. In der Fachsprache sogenannte Nichtbanken. Alles, was keine Bank ist, ist eine Nichtbank. Können also Personen sein oder wie ich gerade gesagt habe. Hier als K1, K2, K3 in Form von Kunden der Bank. Das ist der eine Art von Beteiligten. Die anderen Beteiligten sind die Geschäftsbanken. Geschäftsbank kann sein, die Sparkasse, die Hypovereinsbank, die Deutsche Bank, die Commerzbank. Ganz egal, in welcher Besitzform. Eine Geschäftsbank ist also eine Institution, bei der ich als Normalbürger ein Konto eröffnen kann. Das kennen wir alle. Oben drüber, haben alle schon mal gehört, gibt es noch die sogenannte Zentralbank. Mit der Zentralbank haben wir normalerweise nichts zu tun. Die Zentralbank ist die übergeordnete Bank für die Geschäftsbank. Jetzt kommen wir dazu, wie das eigentlich strukturiert ist. Das, womit wir jeden Tag zu tun haben, ist das sogenannte Giralgeld. Das ist das Geld, was sich auf den Konten bei den Geschäftsbanken befindet. Ich eröffne ein Konto bei einer Geschäftsbank, dort kommt auf irgendeine Art und Weise Geld hin, weil zum Beispiel mein Arbeitgeber, wenn man das überweist, dann ist das Giralgeld, früher auch manchmal Buchgeld genannt, als es noch nicht auf Festplatten gespeichert wurde, sondern in Bücher geschrieben. Und wenn dieses Geld neu entsteht, spricht man in der Regel von Geldschöpfung. Wenn jemand den Begriff Geldschöpfung hört, ist damit in der Regel gemeint, dass solches Giralgeld zusätzlich geschaffen wird. Das ist einfach ein üblicher Begriff, auch wenn sich da manche Leute dran stoßen, aber es ist so. Was ganz anderes ist doch weiter oben, da gibt es eine ganz andere Art von Geld, das sogenannte Zentralbankgeld, auch High-Power-Money-Geld. Das heißt genauso Euro wie das Geld, mit dem wir jeden Tag zu tun haben. Aber wir haben mit diesem Geld nichts zu tun. Das Geld ist ein Verrechnungsgeld, was nur zwischen Geschäftsbanken und zwischen der Geschäftsbank und der Zentralbank eine Rolle spielt. Es ist eine ganz andere Art von Geld. Man kann keine Forderungen in der einen Geldart mit der anderen Geldart bezahlen. Das geht nicht. Die Schaffung von solchen Zentralbankgeld ist in Wirklichkeit auch Geldschöpfung. Wird aber in der Regel nicht so genannt, sondern in der Regel gibt es dafür den Begriff Refinanzierung. Wenn man Refinanzierung hört, meint derjenige in der Regel einen Prozess, der auf der Zentralbankgeldebene stattfindet. Das ist nicht so festgelegt, das wird auch mitunter anders benutzt, weil vielen Leuten diese Struktur des Geldsystems gar nicht bewusst ist und dann reden die auch gerne mal von Refinanzierung und meint dann etwas ganz anderes, aber wenn ein richtiger Fachmann von Refinanzierung spricht, meint er das hier oben. Jetzt kommt die Ausnahme beim Zentralbankgeld, das Bargeld. Das Bargeld kann auch nur von der Zentralbank kommen, ist also eigentlich Zentralbankgeld, das womit wir jeden Tag zu tun haben. Was hier eigentlich unexakt dargestellt ist, ist, dass hier der Fall zugrunde geht. In Wirklichkeit gibt es natürlich keinen direkten Weg, von der Zentralbank Bargeld zu bekommen. Ich glaube, es gibt niemanden, der das schon mal geschafft hat. Sondern in Wirklichkeit bekommen wir das Bargeld natürlich von der Geschäftsbank. Das heißt, die Geschäftsbank besorgt sich Bargeld bei der Zentralbank, legt es in ihren Automaten und dann können wir uns bei der Geschäftsbank Bargeld holen. Funktioniert, wie gesagt, alles mit Konten. Ich kann bei der Geschäftsbank nur mir Bargeld holen oder irgendeine andere Transaktion tätigen, wenn ich dort ein Konto habe. Und wenn ich darauf ein Guthaben habe oder ein Dispo oder was auch immer. Okay, und der Geschäftsbank geht es ganz genauso. Die muss bei der Zentralbank ein Konto haben. Jede Geschäftsbank hat bei der Zentralbank ein Konto. Die Kontonummer ist immer die Bankleitzahl. Und im Gegensatz zu uns, da wir auch mal einen Minusbetrag auf dem Konto haben können, geht das bei der Zentralbank nicht. Das sind nur Guthabenkonten. Und dort ist genauso so eine Art Giralgeld, also solches Buchgeld, wie unser Geld bei der Geschäftsbank. Und wenn die Geschäftsbank von der Zentralbank Bargeld haben möchte, dann muss sie das genauso machen wie wir. Wir gehen an Automaten,
geben dort was ein und das ist in Wirklichkeit ein Auftrag an unsere Geschäftsbank, von unserem Girokonto was abzuheben, das in Bargeld umzutauschen und uns auszuhändigen. Und genauso funktioniert das bei der Geschäftsbank. Ich kann an die Zentralbank einen Auftrag erteilen, einen Teil ihres Guthabens, was er dort auf dem Konto hat, umzutauschen in Bargeld und das Bargeld bei der Geschäftsbank anzuliefern. Da fahren dann diese Autos, die wir alle aus den Krimiserien kennen, die fahren dann dort zu der Geschäftsbank hin und bringen dann dort körperliches Geld hin. Und es wird also genauso von dem Buchkonto abgebucht bei der Zentralbank, wie das bei uns auch der Fall ist, dass das von unserem Buchkonto bei der Geschäftsbank abgebucht wird. So, das ist also eine Grafik, die sich jeder fest einprägen kann. So sieht unser Geldsystem aus. Und man darf das nie verwechseln, wenn man irgendwo Leute reden hört über das Geldsystem, dann schmeißen die das immer durcheinander, das sind die so gewöhnt. Die reden immer nur von Geld. Und man muss ganz sehr aufpassen, meinen die jetzt Zentralbankgeld oder meinen die das Giralgeld, mit dem wir jeden Tag zu tun haben. Schwer auseinanderzuhalten. Sie haben gerade gesagt, die Geschäftsbanken, was von ihrem Guthaben von der Zentralbank abheben wollen, dann fährt klassisch dann der Geldtransporter dann und bringt das Bargeld. Und das heißt, es wird im Refinanzierungsbereich gar nicht elektronisch verkehrt. Doch, oder auch fast nur elektronisch verkehrt, außer wenn es um Bargeld geht. Ach so. Ja, genau wie bei uns. Funktioniert genau wie bei uns. Ne? Alles, was wir normalerweise an Transaktionen haben, funktioniert fast alles bargeldlos. Außer weil wir an außer Gewohnheit im Laden mit Bargeld bezahlen, dann holen wir uns was aus dem Automaten, gehen in den Laden, bezahlen ein Brötchen damit. Der Bäcker sammelt das ein, schafft es abends zur Bank in den Nachttresor und da wird es wieder in Giralgeld umgeteilt. Ja, ja, ja. So, das ist nur dieser althergebrachte Umweg, weil wir das halt so gewöhnt sind, müssen uns das die Banken so anbieten. Und damit das Geld sicher funktioniert und jede Bank da ihre eigenen Sachen damit macht, hat sich das eingebürgert, dass dieses Bargeld von der Zentralbank kommt, was noch nicht sehr lange so ist. Ne? Also bis 1935 konnte jede Bank in Deutschland ihre eigenen Banknoten rausgeben, hat der alte ADF abgeschafft. Nachdem es schon lange nicht mehr praktiziert worden ist, weil es sich nicht als praktikabel erwiesen hat. Ne? Wenn ich mir raussuchen kann, welches Bargeld ich mir auszahlen lasse, dann nehme ich lieber das von der Zentralbank, weil das sicherer funktioniert. Da kann ich mit höherer Wahrscheinlichkeit dafür ausgehen, dass die den Mist machen. Während bei irgendeiner Geschäftsbank ist man sich da immer nicht ganz so sicher und deswegen hat sich die Zentralbank ausgebildet. Aber früher gab es von allen Banken. Wenn Sie das zum ersten Mal hören, was ich jetzt erzähle, ne, dann nehme ich das niemandem übel, dass man sich zurücklehnt und sagt, so ein Quatsch. Ich habe das genauso gemacht. Wo ich zum ersten Mal was in diese Richtung gehört habe, habe ich gedacht, mit der da vorne, das geht gar nicht. Ich habe also über ein Jahr oder zwei Jahre gebraucht, damals war das ja was ganz Neues, ne? Und es wurde auch nicht so klar dargelegt, wie ich das jetzt mache, sondern es war so mehr so Mischmasch von verschiedenen Personen und ich habe mich da sehr schwer getan, mich da reinzuarbeiten und habe hinterher noch Jahre gebraucht, bis ich mir sicher war, dass es wirklich so ist. Da haben wir also x Sicherheitsschleifen eingebaut, nachher auch gemeinsam nochmal, bis wir uns wirklich sicher waren, weil es jede Menge Leute gibt, die sagen, das ist Quatsch. Auf alle Fälle gibt es diese beiden Geldarten. Man könnte sagen, es gibt noch eine dritte Geldart, das ist das Geld, das sich die Geschäftsbanken untereinander leihen. Das sind also nichts weiter wie Schuldverträge. Ob man die nochmal als dritte Geldart bezeichnet, sei dahingestellt, soweit möchte ich nicht gehen. Das wäre dann eine Eigenerfindung von uns. Aber die Überlegung haben wir auch schon angestellt. Gut. Wenn das auch schon mal soweit klar ist, kommen wir dazu, wie eben diese Geldschöpfung funktioniert. Wie also so das M1 entsteht. Und was brauche ich dazu? Ich brauche dazu eine Geschäftsbank. Hier steht zwar die Bank, ist aber, sieht man am Symbol, dass damit eine Geschäftsbank gemeint ist. Und ich brauche dafür einen Kunden, der zu dieser Bank geht und sagt, schönen guten Tag, ich möchte bei Ihnen einen Kredit aufnehmen. Was passiert? Es gibt hier einen Bankberater, der auch in der Kreditabteilung zuständig ist, der guckt sich den Mann an, lässt sich das erklären, wofür der Kredit gebraucht wird, prüft die Kreditwürdigkeit des Kunden, guckt, was der da für Sicherheiten zum Beispiel dafür hat, wenn er zum Beispiel ein Haus bauen will, dass er dann ein Grundstück als Sicherheit hat oder irgendwas. Kann jede Bank frei festlegen, wie sie denjenigen bewertet. Wir sind ja hier in Leipzig, da weiß das ja jeder, wie der Schneider-Skandal funktioniert hat.
Er hat also sein Geld zurückgekriegt, ohne dass er da großartige Sicherheiten hinterlegen musste, also zumindest fand ich das überhaupt nicht schwer. Daran sieht man, dass die Bank das machen kann, wie sie will. Und das kann die auch von Person zu Person anders machen. Man sagt, du ja, du nicht, du fällst mal nicht. Das ist das Geschäft, das war das Geschäft der Bank. Entscheidend ist in dem Moment, wo der Kreditbearbeiter sagt, ja okay, wir machen das Geschäft, klimpert er das also in seinen Computer rein, lässt den Menschen typischerweise noch was unterschreiben, irgendwann drückt er eine Enter-Taste und genau in diesem Moment entsteht, falls er nicht schon ein Konto hat, ein Girokonto auf der Festplatte der Bank und auf dem Girokonto steht der Kreditbetrag als Guthaben. Das Guthaben gab es in der Sekunde vorher noch nicht. Das heißt, genau in dieser Sekunde hat sich die Menge aller Euros im Euroraum um den Betrag des Kredits erhöht. Das ist der Vorgang der Geldschöpfung. Das erscheint im ersten Moment fragwürdig. Wenn man sich das aber historisch überlegt, wie das funktioniert unter Geschäftsleuten, funktioniert das genauso, ne? Was ich vorhin gesagt habe. Der Bäcker geht zum Fleischer und sagt, ich habe gerade kein Geld, aber gib mir das mal, schreib mal an. Dann nimmt er einen Zettel oder ein Buch und einen Stift und schreibt das da rein und in dem Moment ist das Schuldverhältnis entstanden. Das weiß jeder, dass das so geht. Und die Bank macht das ganz genauso. Die ist nämlich genau aus diesen Geschäftsvorgängen entstanden. Das Geldsystem, was wir heute haben, stammt aus dem Mittelalter. Im Mittelalter hatten wir eine Zeit, wo wir in Mitteleuropa eine Warmzeit hatten. Da haben wir plötzlich eine riesige Steigerung von Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft gehabt, weil man einfach viel weniger arbeiten musste und viel mehr geerntet hat. Die meisten Leute haben in der Landwirtschaft gearbeitet. Ich habe da eine riesen Prosperität um das Jahr 1000 bis zum Jahr 1300 ungefähr, in diesem Zeitraum war das. Eine riesen Prosperität, weil ich Leute frei besetzt habe, die nicht mehr in der Landwirtschaft arbeiten mussten, damit sie nicht verhungern, sondern es gab einfach genug zu essen. Das ist der eigentliche Grund, weshalb es damals aufwärts gegangen ist. Das kann man an der Klimakarte ganz leicht sehen. Hat angefangen in Norditalien, dort ist natürlich dieses Klima als erstes angekommen und hat sich dann ausgebreitet auf Mitteleuropa. Und in der Zeit sind diese großen Sakralbauwerke entstanden und so weiter und hat die ganze Wirtschaft in diesen Aufschwung gehabt. Das Problem war, die hatten damals diese Kurantmünzen, das heißt Goldmünzen. Und die hätten jetzt plötzlich doppelt so viel oder dreimal so viel von dem Geld gebraucht, um die ganzen Austauschprozesse zu organisieren, die plötzlich angestanden haben, weil plötzlich Leute Handwerker geworden sind und weil da was gebaut wurde und weil dies und jenes, die hatten das Geld mehr. Das große Handicap der Kaufleute war, die könnten Geschäfte machen können, aber es war einfach keine Kunde da, weil sie körperlich, mengenmäßig gefehlt hat. Da hat sich das rausgebildet. Der sogenannte Wechsel. Ein Kaufmann gibt einem anderen Kaufmann einen Zettel und da steht drauf, ich kann dir zwar jetzt das Geld nicht geben, aber der dritte Kaufmann dort irgend, der schuldet mir noch das und das und das schreibe ich dir jetzt auf den Zettel und du kannst es gleich von dem kriegen. Das ist ein Wechsel. Das war damals gang und gäbe. Das hat es bis vor wenigen Jahren noch gegeben. Solche Kaufmannswechsel. Die sind inzwischen ein bisschen aus der Mode gekommen, aber damals war das gängige Zahlungsmittel. Und damals haben sich daraus Girokonten entwickelt. Die Girokonten, die wir heute haben, stammen aus dem Mittelalter. Man könnte im Mittelalter als angesehener Kaufmann grenzüberschreitend bargeldlos bezahlen. Das war damals riesig aufwendig, das haben die mit reichenden Boten und sonst wie gemacht, aber es ging. Haben nur buchmäßig Geldkonten geführt, die nur auf dem Papier standen und dadurch haben die das geschafft, das zu organisieren und haben diesen ganzen Goldtransport umgangen. Ja, hatte ja einen riesen Vorteil, also ein Wechsel hatte ja einen riesen Vorteil, der war namentlich ausgestellt. Im Gegensatz zu einer Banknote, die ja eine Inhaberschuldverschreibung ist, wer sie hat, hat sie, steht auf dem Wechselkopf, von wem da ist. Das heißt also, der reisende Kaufmann hatte nicht einen Sack voll Gold mit und hatte auch nicht einen Sack voll Banknoten mit, sondern der hatte Wechsel mit. Da stand drauf, von wem die waren. Der Räuber, der dort überfallen hat, hat überhaupt nichts davon gehabt, weil ihm der Wechsel nichts genützt hat. Deswegen ist das so, hat sich das so gut eingebürgert. Ne? Das war nicht, weil das Gold schwer zu transportieren war, sondern weil das personengebunden war. Und aus dieser Zeit stammt das. Aus dieser Zeit stammt dieses Buchgeld. Ich gehe zu einer Bank, ich gehe ursprünglich zu einem tragfähigen Kaufmann, der Medici und Fugger, und da habe ich schon mal gehört. Ne? Und wenn der mir sagt, ja, kriegst du, dann braucht das nur auf dem Zettel stehen. Da braucht kein Gold da sein und nichts. Und genauso ist das jetzt. Wir haben das Vertrauen in die Bank,
Wenn die Bank mir auf mein Konto eine Zahl hinschreibt, dann ist das Geld. Dafür ist jeder in meinem Umfeld bereit, Leistung zu erbringen. So entsteht unser Geldwert. Was natürlich dazu entsteht, ist, weil jeder im gleichen Moment entsteht nicht nur das Guthaben auf dem Guthabenkonto, sondern es entsteht ein zusätzliches Konto. In Wirklichkeit findet es wirklich so statt, dass ein zusätzliches Konto geschaffen wird. Ein Schuldenkonto, wo nur die Kreditschuld verbucht wird. Und im ersten Moment steht natürlich auf beiden Konten genau das Gleiche. Hier ist Plusbetrag und hier ist Minusbetrag. Ja, das ist der komplette Vorgang der Geldschöpfung. Und die Voraussetzung dafür, also dass was verbraucht wird, um das zu schaffen, ist nichts. Deswegen spricht man von Geldschöpfung aus dem Nichts. Es wird nie irgendwo was abgebucht, ich brauche keinen Vorgang zur Zentralbank, dass die mir irgendwas schickt. Nee, es ist nur ein Vorgang innerhalb einer privaten Bank. Das ist seit 1000 Jahren so. Wenn eine private Bank mir einen Kredit gewährt, dann wird es einfach auf den Zettel geschrieben und den kann ich als Zahlungsmittel lesen. Okay, schwer zu verstehen, wenn man es nicht schon gewusst hat. Ich habe dafür ewig gebraucht, bis ich das akzeptiert habe. Jeder, der jetzt innere Probleme damit hat, habe ich volles Verständnis. Der Begriff Fiat Money, das ist praktisch das Äquivalent im Englischen zu Buchungsgeld. Ne? Es ist eigentlich ja aus dem Lateinischen. Ne? Ja. In der Bibel steht, Gott sprach, es werde Licht. Fiat Lux. Ja. Und nur weil er es gesprochen hat, ist es da. Und das ist praktisch die Analogie, die natürlich etwas umstritten ist. Mir gefällt sie nicht, weil sie halt in einem religiösen Bereich steht und das sollte man miteinander vermatschen. Aber es ist nicht mal so, dass sich das eingebürgert hat, zu sagen, in Analogie zu Fiat Lux sagt hier jemand Fiat Money, nämlich der Bearbeiter, der die Enter-Taste drückt. Und in dem Moment ist es da. Ohne dass irgendetwas gebraucht wird. Der entscheidende Fakt ist, es entsteht etwas aus dem Nichts. Man kann sagen, das Nichts wird aufgespaltet in ein Guthaben und in eine Schuld. Es ist immer genauso viel Schuld wie Guthaben da. Wenn wir über zu viel Schulden sprechen, müssten wir eigentlich immer parallel dazu über zu viel Guthaben sprechen. Man kann nicht Schulden vermindern und das Guthaben erhalten. Das geht nicht und umgekehrt geht es auch nicht. Noch Fragen? Das hat sozusagen nichts mit den Einlagen der Kunden zu tun, genau. Die jetzt Sparkonten sozusagen. Ja. So, weil man ja, glaube ich, herkundigerweise immer sagt, okay, hier. Genau, die typische Story, das geben dann die Bank braucht die Einlagen, damit sie einen Kredit vergeben kann. Ja? Ist also grottenfalsch. Ja? Auch wenn wir das immer, früher war das so, ne? Wenn ich jetzt Goldtaler eingezahlt habe, dann können die natürlich nicht Goldtaler aus dem Nichts erschaffen. Ne? Aber heutzutage haben eigentlich die Einlagen nur ganz, ganz wenig was mit dem Kreditgeschäft zu tun. Ne? Dass der endgültige Knack, wo ich jetzt sage, ja, es muss so sein, weil es in der Gruppe ist, wie gesagt, jemand, der bei der Waffen gearbeitet hat, das ist die Behörde, die die Banken kontrolliert. Ein älterer, ganz ruhiger Herr, der meistens immer nur zuhört und wo wir uns mal wieder darum gestritten haben, weil bei uns in der Gruppe auch viele Leute waren und sagen, nee, das kann nicht sein, der braucht die Einlage und erzählt solche Zeuge. Und plötzlich sagt er, nee, ich habe doch die Banken kontrolliert. Da gibt es welche, die haben überhaupt keine Einlagen. Dort kann man gar kein Konto eröffnen. Das sind die Finanzierungsbanken. Wenn ich mir ein Auto auf Finanzierung kaufe, ne, dann ist das typischerweise eine Bank, die hat überhaupt keine Einlagen. Die vergibt nur Kredite. Das ist da ein Geschäft. Die machen nichts weiter wie Kredite vergeben. Also können die Einlagen nicht notwendig sein, weil die keine haben. Sparkassen könnten aber zum großen Teil so arbeiten, weil sie viel Einlagen haben. Und was sollen sie mit den Einlagen machen? Können als Kredit ausgeben. Ja, und dann ist deine Einlage weg. Naja, wenn sie es als Kredit ausgeben, ist sie weg. Da gibt es ja diesen Witz mit dem Hammerforten oder wer, ne? Weil der zur Bank geht und die bringt also in ihrem Schuhkarton und sagt, ach, es tut uns leid, es ist gerade nichts drin in ihrem Schuhkarton, das ist ihrer, ne? Und aus dem anderen können wir das jetzt gerade nicht ausnehmen. Ne? So, das ist verarscht. Ne? In Wirklichkeit ist das so, in dem Moment, wo dieses Guthaben entsteht und wo der das abhebt und mitnimmt, sind alle anderen Guthaben bei der Bank noch da. Also werden sie auch nicht benutzt. Ja, die Story, die Bank überlegt sich das schon, dass nicht alle Leute das abheben, die ist einfach Unsinn. Die Konten sind alle noch voll.
Was anderes ist es, wenn die Bank mit anderen Banken Geschäfte abwickelt, da spielt es dann schon eine gewisse Rolle mit den Einlagen, aber das ist etwas komplizierter. Das Geld, was ich bei der Bank einzahle als Einlage oder was mein Arbeitgeber mir überweist, spielt für das Kreditgeschäft der Bank keine Rolle. Da ist so. Als ich in der 7. Klasse war im Wirtschaftsunterricht, dieses kreditwürdig ist die Person, die den Kredit eigentlich nicht braucht. Ist das eigentlich heute noch Standard, dass es so genommen wird, oder hat man mich damals schon belogen? Nee, das hat mit Belogen nichts zu tun. Das ist die Geflogenheit der Bank, dass sie eine Sicherheit haben will, wenn sie einen Kredit ausgibt. Weil sie ja sonst dafür gerade steht, wenn der Mann ausfällt und sein Guthaben verbraten hat und das nicht zurückzahlt, dann muss sie dafür gerade stehen. Ne? Und dann sichert sie sich also Sicherheiten. Und die Sicherheiten für einen großen Kredit hat typischerweise derjenige, der schon viel besitzt, weil er das dann als Sicherheit aufzuweisen hat. Und Risiko äußert sich der Kredit zinsfrei. Ja. Und die Alternative ist, ich kann also zum Beispiel ein großes Grundstück haben und das Grundstück als Sicherheit anbieten bei der Bank. Dann ist die Bank, kann sie zu fast 100% davon ausgehen, dass sie das wieder ausgleichen kann, auch wenn ich ausfalle, was sie dann das Grundstück hat. Dann kriege ich also einen Kredit von 3-4% Zinsen. Und wenn aber das dann ausgeschöpft ist, wir haben bei uns in Chemnitz so einen Fall von einem Bauern, ne, der also sein Land beliehen hat, um erstmal überhaupt das Land zu kaufen, und der hat dann 3% drauf, auf den Kredit, Zins. Und jetzt braucht er extra Geld, aber das Land ist schon belegt mit Kredit. Jetzt braucht er extra Geld, wo er sagt, ich zahle das schon zurück, ich arbeite ja. Das ist, was die Bank gesagt hat, 17%. 3%, 17%, das sind die Sicherheiten. Das ist der Arme kriegt es für 17% und der Reiche kriegt es für 3%, weil er die Sicherheit zu bieten hat. Das ist aber eine Geflogenheit der Bank. Ne? Das ist so wie mit dem Schneider. Ne? Die können auch sagen, okay, du gefällst uns, du kriegst gerade von anderen Leuten Kredite, kriegst du von uns auch Leute. Das muss die Bank entscheiden. Das ist so wie jeder persönlich auch, wenn jemand kommt und sagt, kannst du mir mal 1.000 Euro brauchen? Ne? Dann musst du dir deine Ankündigung und sagst ja oder nee. Was macht die Bank dann mit dem Geld, was beispielsweise auf Sparbüchern gebunden ist? Sparbüchern ist in Deutschland ein Sonderfall. Sparbücher gibt es ja nur in Deutschland. Sparbücher sind ein Geldanlagevertrag. Also ich kann natürlich zur Bank gehen, kann sagen, ich will mein Geld anlegen. Mit der Bank einen Vertrag machen. Dass die Bank wirklich mit meinem Geld was machen kann. Dann gibt die das nicht als Kredit aus, sondern spekuliert irgendwo damit. Ja? Das ist was anderes. Das ist ein Geldanlagevertrag. So wie wenn ich zu einem Fonds gehe. Und den in Investment von Geld einzahle. Die machen natürlich was mit meinem Geld. Aber dann ist es auch wirklich weg. Dann habe ich keinen Zugriff. Das kann man also ganz leicht erkennen, ob die Bank mit dem Geld was macht oder nicht. Sieht man da, ob das weg ist. Ob ich hingehen kann und sagen, ich brauche das Geld morgen, und diese Bank sagt, tut mir leid, wir haben einen Vertrag, das kriegst du erst nächstes Jahr, ja, dann machen die was damit. Aber wenn ich hingehe und sage, ich brauche das morgen, die sagen, kein Problem, du hast es, dann liegt es dort auch noch rum. Und das Sparbuch ist der Sonderfall, ne, mit diesen Kündigungs. Man darf ja bloß immer so und so viel abheben und so weiter. Deswegen ist das so ein Zwischending. Ein Sparbuch gilt als Darlehensvertrag. Das ist also kein Konto, sondern ein Darlehensvertrag. Das ist ein Sonderstatus von Sparbuch. Ich wollte nur noch darauf eingehen, dass es noch eine zweite Art von Geldentstehung gibt. Sozusagen ohne Kreditnehmer. Das ist, wenn die Bank sozusagen für sich was kauft, was ein bilanzierungsfähiger Wert ist. Wenn die Bank zum Beispiel ein Grundstück kauft, dann kann die dem Grundstücksverkäufer ein Konto einrichten, und auf das Konto den Kaufpreis draufschreiben, so wie bei Geldschöpfung, wird dafür Eigentümer des Grundstücks und das Geld ist zusätzlich im Umlauf. Ja, verstanden? Das kann eine Bank machen. Die Bank ist der einzige Geschäftsteilnehmer auf der Welt, der das kann. Alle anderen müssen sich dafür auch das Geld erarbeiten oder borgen. Die Bank kann dafür einfach Geld schöpfen. Das ist dann auch wieder aus dem Nichtsgeschäftes Geld. Ja, das ist genauso aus dem Nichtsgeschäftes Geld. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich zur Bank gehe und sage, ich habe hier ein Grundstück und ich will jetzt einen Kredit haben und das Grundstück ist die Sicherheit und ich baue mir hier ein Haus drauf und zahle das im Laufe der Zeit zurück. Ne? Und am nächsten Tag, ich hebe das Geld ab und es ist weg,
und dann in Ich bin pleite. Dann wird er die Bankeigentümer von dem Grundstück. Ja? Und meine Schulden sind weg. Sagt, ich bin pleite. Dann werden die gestrichen. Dann wird praktisch der Teil, das Schuldenkonto wird gelöscht bei der Bank, wenn ich endgültig pleite bin. Und dafür übernimmt die Bank an der Stelle in ihrer Bilanz, wo bis dahin mein Kreditvertrag stand, übernimmt die das Grundstück. Ja? Im Endeffekt hat sie also dann das Guthaben geschöpft. Ich habe das in Umlauf gebracht. Das ist weg von der Bank. Und dafür steht an der Stelle statt dem Kreditvertrag das Grundstück. Und das kann die sozusagen auch auf dem kurzen Weg machen, weil sie zu dem gleichen Ergebnis führt. Sie kann auch sofort ein Grundstück kaufen und dafür einfach ein Guthaben ausgeben. Das ist der zweite Weg der Geldschöpfung. Der natürlich mengenmäßig bei weitem nicht so viel ist, aber es ist schon ein Privileg für eine Bank, ne, dass sie sich einfach was Werthaltiges kaufen kann, ohne dafür den Finger zu rühren. Ne. Die schreiben einfach das Geld hin. Das ist, als wenn sie sich selbst einen Kredit gibt und dafür dann das Grundstück kauft. Ne. Also einmal findet sowas statt, wenn bei einer Kreditvergabe anschließend eine Pfändung stattfindet, was ich gerade erklärt habe, ne, wenn also der Kreditnehmer ausfällt. Und zum anderen geht es auch direkt. Allerdings nur, wenn es ein bilanzierungsfähiger Wert ist. Die kann es nicht ihre Mitarbeiter bezahlen, indem sie einfach Geld schöpft. Das geht nicht. Weil sie ja dann nichts hat, was in die Bilanz reinsteigen kann. Das wird also auch streng kontrolliert. Das muss schon sowas wie ein Grundstück sein. Frage? Also eigentlich ist es ja auch nur ein Vorstellung Wert. Also es ist ja ein materieller Wert, den nicht gegen den, also es ist ja die Idee von dem Tausch. Die Frage ist nur, wer bewacht denn, wie das bilanziert wird? Dann kann er sagen, ich nehme das Grundstück und ich schreibe jetzt 20.000 dafür gut und nehme es in die Bilanz. Oder ich schreibe halt 3 Millionen dafür gut und nehme es in die Bilanz. Also man darf sich da keinen Denkfehler hingeben. Das, was die Bank an Geld schöpft, gehört nie der Bank. Ja? Also immer wenn eine Bank Geld schöpft, gehört es anschließend jemand anders. Ob die Bank für das Grundstück 20.000 Euro hinschreibt oder 3 Millionen, davon hat die Bank keinen Vorteil oder Nachteil, sondern nur der Verkäufer des Grundstücks. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo eine Bank Geld schöpft und es gehört ihr als Geld. Ja? Sondern in dem Moment, wo der Kreditbearbeiter auf den Knopf drückt, entsteht das Konto mit einem Guthaben und das Konto gehört dem Kreditnehmer. Und in dem Moment, wo die Bank das Grundstück kauft und das Geld dafür entstehen lässt, gehört es dem Verkäufer. Und wenn ich jetzt das zurückzahle, komme ich nachher noch drauf, dann zahle ich das nicht an die Bank, sondern an mein Schuldenkonto. Und dort verschwindet das wieder. Also man hat zwar als erstes den Klemmer, dass man sagt, was, die schaffen das nicht, das gibt es doch nicht, das ist Druck. Und das relativiert sich aber, weil die das nicht für sich schöpfen, sondern immer für andere. Und so ist es gedacht. Und in Wirklichkeit muss es immer so sein, ich sage immer, es ist nichts weiter wie eine temporäre Verschiebung von Leistung. Ich kann eine Leistung erbringen und dann diese Leistung zum Tausch anbieten und bekomme dafür von jemand anders eine Leistung. Der Kredit hat einen großen Vorteil, dass ich das Zeit verschieben kann. Ich lasse mir einen Kredit geben, nehme das Guthaben, gehe damit in die Gesellschaft und kaufe mir Leistung, obwohl ich selber noch gar keine erbracht habe. Habe dann eventuell mit dem, was ich da kaufe, eine viel bessere Möglichkeit, Leistung zu erbringen. Der Investor, was wir vorhin hatten, der Unternehmer, ja, der also zum Beispiel auf Kredit einen Produktionsprozess in Gang bringt, dann nimmt einen Kredit auf, geht damit investieren, also kauft sich Sachwerte ein, obwohl er selber noch gar keine Leistung erbracht hat. Er bringt anschließend eine Leistung, verkauft die Leistung und zahlt den Kredit zurück. Ne? Er bekommt praktisch eine Vorleistung von der Gesellschaft, die er aber hinterher wieder gegenleisten muss. Das ist praktisch der segensreiche Funktionsmechanismus des Kredits, weshalb er sich so bewährt hat. Alles andere, wenn das dann anders benutzt wird, wie wir das ja heutzutage oftmals haben, das ist dann praktisch ein Missbrauch. Und insofern ist das hier, was wir also hier besprochen haben, eine Abweichung davon. Die Bank bekommt eine Leistung, ohne dafür was zu leisten. Die erzeugt Geld und bekommt das Grundstück und erbringt dafür nie eine Leistung. Das ist eigentlich eine Abweichung davon. Das ist ein Privileg von Banken, wo das sozusagen von dem Gerechtigkeitsprinzip, was auf diesem Geldsystem überall innewohnt, abweicht. Ist zumindest meine individuelle Meinung dazu.
Das ist also nicht aus irgendwelchen Büchern, sondern alles als Originalzahlen. Und dann haben wir mal als Spaß in Anführungszeichen ist natürlich eine harte Arbeit, die einzelnen Beteiligten am Wirtschaftsprozess untersucht, und zwar die Finanzierungssalden.